Mila und das Geheimnis des Ozeans. Mitten im endlosen Blau lag ein Schiff. Mila, der Affe, schaute neugierig. Sie träumte vom Ozean, ihre Mission war klar. Mila fand eine Karte. Zum versunkenen Schatz stand darauf. Sie schwang sich mutig von Bord. Ihr Herz pochte vor Aufregung. Unter Wasser war es still, bunte Fische schwammen herum. Mila tauchte tiefer, ihre Augen weiteten sich vor Staunen. Plötzlich eine Strömung, Mila hielt fest an einer Muschel. Sie sah eine versunkene Stadt, wer mag hier leben? Neugier trieb sie weiter, doch Vorsicht war geboten. Kleine Leuchtfische wurden zu Wegweisern. Folge uns, schienen sie zu sagen. Vor ihr ein altes Tor. Geht's hier entlang? Das Tor öffnete sich langsam. Eine neue Welt kam zum Vorschein. Seepferde als Wächter. Sie betrachteten Mila freundlich. Ein Oktopus kam herbei. Suchst du den Schatz? Fragte er. Mila nickte. Kannst du helfen? Der Oktopus lächelte, folge mir, seine Arme wiesen den Weg. Vor ihnen eine Truhe, Schlüssel verloren, Deckel verriegelt. Mila dachte nach, wie öffnen wir sie? Ihre Freunde kamen zusammen, gemeinsam sind wir stark. Sie arbeiteten zusammen, die Truhe sprang auf. Innen kein Gold, nur eine Perle, die Perle der Gemeinschaft. Mila erkannte, der wahre Schatz waren Freundschaft und Zusammenhalt. Die Heimreise begann, Mila hielt die Perle fest. Zurück am Schiff, Mila lächelte glücklich. Alle feierten die Entdeckung. Mila, du bist unsere Heldin! Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.